Griechenland. Beliebtes Reiseziel deutscher Urlauber. Bekannt für seine Strände, Inseln, blaues Wasser und antike Sehenswürdigkeiten. Ich mache mich auf den Weg nach Griechenland, um den Adventure Country Track, kurz gesagt den ACT, unter die Räder zu nehmen. Über meine Reise nach Griechenland und meine Erfahrungen auf dem Track werde ich nun erzählen. Nachdem ich meinen letzten Arbeitstag beendet habe und mein Urlaub endlich begonnen hat, packe ich meine Sachen und belade mein Motorrad. Im ersten Schritt mache ich mich von Köln auf den Weg zu meiner Fähre nach Ancona in Italien. Die schnellste Route führt mich dabei von Deutschland aus über die Schweiz. Um es kurz zu machen: Den ersten Tag verbringe ich ausschließlich auf der Autobahn, um voranzukommen. In 2,5 Tagen muss ich meine Fähre in Ancona Richtung Griechenland bekommen. Die Distanz bis dorthin beträgt knapp 1.300 Kilometer. Als ich am Abend nach einem langen Fahrtag in der Schweiz eintreffe, stimmen mich das Alpenpanorama und die Bergseen auf die bevorstehende Reise ein. Am zweiten Tag nehme ich mir die Zeit, Passstraßen zu fahren. Ich bin selten in den Alpen und kann mir die Gelegenheit zum Kurvenräubern daher nicht entgehen lassen. Italien begrüßt mich mit ordentlichem Regen, aber leider kann man sich das Wetter ja immer noch nicht aussuchen. Die berüchtigte Staulage rund um Mailand brockt mir indes eine zusätzliche Nacht in Rimini ein, bevor ich am Fahrtag 3 den Hafen von Ancona erreiche. Nachdem die Fähre beladen ist und die Luke geschlossen, legen wir ab mit Kurs auf Korfu. Die 16-stündige Seefahrt schlägt mit 198 € zu Buche. Im Preis inbegriffen ist ein reservierter Schlafsessel, der derart ungemütlich ist, dass ich es vorziehe, mit meiner Isomatte auf der Reling zu schlafen. Die Schlafsessel jedenfalls haben bestenfalls Eurowings-Niveau und sind nicht zu empfehlen. Am nächsten Tag laufen wir um 5.30 Uhr im Hafen von Kekira auf Korfu ein. Die Stadt wird gerade erst wach und die sommerlichen Temperaturen sind noch angenehm kühl. Nachdem ich einen Campingplatz gefunden habe und mein Lager errichtet ist, schnappe ich mir mein Motorrad und tuckere gemütlich über die Insel. Dabei bekomme ich einen ersten Eindruck von dem Eiland. Korfu ist die siebtgrößte Insel Griechenlands und von Bergen und Hügeln geprägt. Das für mediterrane Verhältnisse ausgeglichene Klima lässt die Vegetation mächtig sprießen, weshalb Korfu auch als die grüne Insel bezeichnet wird. Auf dem Eiland leben rund 100.000 Menschen. Kristallklares Wasser und tolle Strände begeistern jedes Jahr zigtausende Urlauber. Genug des Vorgeplänkels, jetzt geht's los. Der Adventure Country Track Griechenland wartet. Auf Korfu treffe ich mich mit keinem geringeren als Erik Peters, dem bekannten Motorradreisenden. Seine zahlreichen Abenteuer, seine Vorträge und nicht zuletzt seine Filme begeistern, inspirieren und wecken Sehnsüchte. Erik befindet sich auf einer längeren Reise durch Europa. In der nächsten Woche werden wir den Track gemeinsam in Angriff nehmen. Da es für uns aber günstiger ist, den Track in umgekehrter Richtung zu fahren, sprich von Nord nach Süd, starten wir am eigentlichen Endpunkt des Tracks. Dazu nehmen wir von Korfu aus die Fähre aufs griechische Festland und fahren nordöstlich Richtung Vikos-Schlucht. Die Vikos-Schlucht ist der eigentliche Endpunkt des Tracks. Somit beginnt unsere Reise quasi an Tag 5 und endet in Naupaktos an Tag 1.
Der Vicos Canyon ist eine beeindruckende, knapp 10 Kilometer lange Schlucht im Pindusgebirge. Die Angaben zur Tiefe der Schlucht schwanken stark und liegen zwischen 490 und 1000 Metern. Laut Wikipedia ist die Vicos-Schlucht im Guinness-Buch der Rekorde sogar als die tiefste Schlucht der Welt eingetragen, wobei dort das Verhältnis zwischen Tiefe und Breite ausschlaggebend war. Wie auch immer, dass der Vicos Canyon ein beeindruckendes und imposantes Fleckchen Erde ist und unsere Tour gleich mit einem ersten Highlight beginnt, steht außer Frage. Abends schlagen wir unweit der Schlucht an einer alten Klosterruine unser Lager auf und starten am nächsten Tag voller Vorfreude zu unserem ersten Fahrtag. Die Fahrstrecke von Fahrtag 5 wird auf der Homepage des ACT e.V. mit knapp 250 Kilometern Länge angegeben. Der Schwierigkeitsgrad wird mit leicht bis mittel beschrieben. Wir starten mit einer längeren Asphaltetappe, die durch wunderschöne Berglandschaften führt. Der Offroad-Anteil des heutigen Tages wird ca. 30% betragen. Ich bin begeistert von den tollen Aussichten, dem aufkommenden Fahrfluss und dem Umstand, dass es kaum Verkehr auf den Straßen gibt. Generell muss man sagen, dass sich die Gegebenheiten und Bedingungen auf dem Track ständig ändern können, wie wir noch feststellen werden. Als wir später die ersten Pisten unter die Räder bekommen, erhalten wir einen Vorgeschmack auf das, was uns in den nächsten Tagen noch erwarten wird. Wir fahren über gut zu befahrende Gravel Roads durch die Berge. Wir treffen so gut wie keine Menschen, genießen die tollen Ausblicke und folgen einfach nur unserem Weg durchs Gebirge. Gegen Ende von Fahrtag 5 passiert dann das, was einem auf unbefestigten Straßen in abgelegenen Gebieten passieren kann. Vorausgegangene Regenfälle haben einen Erdrutsch verursacht, der ein Weiterkommen unmöglich macht. Zuerst war ich noch optimistisch, das Hindernis doch noch überqueren zu können. Eine genauere Erkundung zeigte jedoch schnell, dass der Versuch zum Scheitern verurteilt wäre. Knietiefer, von Kühen weich getretener Schlamm hinderte uns am Fortkommen. Nein, hier kommen wir nicht weiter. Vom Erdrutsch nur wenige Meter weiter, einmal ganz abgesehen. Wir drehten also um einen anderen Weg zu suchen. Zu unserem Pech mussten wir wieder an einem großen Kangalhund vorbei, der aggressiv auf unsere Motorräder reagierte und etwas oberhalb nur darauf wartete, dass wir wieder an ihm vorbeikamen. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ja. Ist ja gut. Als wir unseren Fahrtag beenden, schlagen wir unser Lager an einem Buschcampingspot der Extraklasse auf. Die stattliche Höhe sorgte für angenehme Temperaturen in der Nacht, während der aufkommende Wind die lästigen Stechmücken am Boden hielt. Den Sonnenuntergang an einem solchen Ort genießen zu können, ist der pure Genuss und ein seltenes Privileg. Was für ein Tag, was für ein Ort. Einfach nur spitze. An Tag 4 erwarten uns 150 Kilometer Fahrstrecke mit einem Offroad-Anteil von 65%. Der Schwierigkeitsgrad wird mit schwer angegeben.
Nach einem ersten, flüssigen und tollen Abschnitt auf Asphalt haben wir bald wieder losen Untergrund unter den Rädern. Was den Schwierigkeitsgrad angeht, empfinden wir diesen Fahrtag insgesamt als anstrengend, ohne dabei jedoch ein besonders schwieriges Einzelstück ausmachen zu können. Von Vorteil ist, dass der schattige Wald etwas Abkühlung gegen die in Griechenland vorherrschende Hitze von bis zu 47 Grad spendet. Als es später hinauf die Berge geht, sind die Aussichten wirklich fantastisch und ich habe schon jetzt das Gefühl, dass sich die Reise nach Griechenland wirklich sehr gelohnt hat. Am Abend kampieren wir am Fluss Agrafiotis an genau der Brücke, die auch im Touratec-Film zu sehen ist. Was die Möglichkeiten zum Wildzelten angeht, entpuppt sich Griechenland als echtes Paradies. Mit einem leckeren Bier in der Hand stoßen wir auf den Tag an, während wir mit den Füßen im kalten Wasser stehen. In Teil 2 folgen wir dem ACT weiter einmal quer durch Griechenland. Dabei fordern uns die hochsommerlichen griechischen Temperaturen und die Schwierigkeiten der Strecke heraus. Belohnt werden wir dafür mit einem Erlebnis, welches jede Mühe wert ist und an das ich noch lange denken werde.